Hallöchen und willkommen bei Minecraft mit Nizi auf Wanderpause. Ich hatte ja letztes Mal hier mein Dach angefangen zu bauen, beziehungsweise weitergebaut. Und ja, ich habe da oben noch ein paar Blöcke reingesetzt, aber jetzt warte ich auf den Bambus, der ja zwar schnell wächst, aber eigentlich nicht schnell genug für mein Dach. Aber das werden wir auch noch hinbekommen. Ja, den Garten fandet ihr eigentlich ganz gut, so wie er jetzt ist, beziehungsweise die Terrasse. Mir gefällt die eigentlich auch ganz gut, wenn ich mir noch vorstelle, dass ich hier noch ein bisschen was an Möbeln hinstelle. Die Bonnie hatte gesagt, das lädt einfach zum Grillen ein. Klar, einen schönen Gartengrill können wir uns hier auch noch hinbauen, beziehungsweise einen Terrassengrill. Ja, mal gucken, wie ich das umsetzen werde. Ja, und dann hattet ihr mir geschrieben, ihr würdet gerne, beziehungsweise die Bonnie würde gerne Pizza oder Spaghetti haben als Essen. Und der Masmisam hat vorgeschlagen, ein 3-Gänge-Menü zu kochen. Werde ich auf jeden Fall machen, aber ich denke nicht unbedingt diese Folge, denn ich brauche da irgendwie noch so ein bisschen Zutaten für das, was ich mir ausgedacht habe. Ich muss aber mal sehen, ob ich da überhaupt irgendwie rankomme. Ich hätte nämlich gerne Kakaobohnen. Nun weiß ich nicht genau, ob wir hier irgendwo Dschungelbäume haben. Beziehungsweise, ob hier irgendwo Kakao wächst. Was ist denn da im Wasser? Eine Pflanze? Ah ja, da hatte ich mich hochgesteckt, glaube ich, um Ton abzubauen. Und da wächst jetzt irgendwie Grünzeug drauf, beziehungsweise Braunzeug. Es ist ja nicht grün. Und ich sehe gerade, ich habe hier ein kleines Problem. Sorry, liebe Leute, ich muss hier mal kurz was umstellen. Ich habe weiße Blitze. Ich muss mal gucken, ob die jetzt weg sind. Wenn man in seinen Grafikeinstellungen was aus- und wieder anschaltet, dann müsste das eigentlich weggehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich das wollte. Aber scheint weg zu sein. Da schwimmen die Pferde im Wasser. Und ich weiß eigentlich gar nicht so recht, was ich jetzt mit euch hier anfangen soll. Ich werde auf jeden Fall mal meine an der Werkbank macht man das. Meine Bambus Dinger hier umbasteln in Blöcke. So, und dann können wir ja noch mal aufs Dach gehen und die schon mal verbauen, damit das hier irgendwann mal fertig wird. Das war falsch. Ich habe jetzt echt überlegt, ob dieser Carpenters-Block mit abgebaut wird, aber wird er nicht. Und ich habe auch echt immer total Angst, vom Dach zu fallen hier. Ich weiß nie genau, wie viele, wie viele Blöcke hier noch. Boah, was ist denn mit dieser Axt los, sagt mal? Das ist ja echt nicht wahr. Ich habe da echt nur einmal drauf gehauen bzw. angeklickt. Ja, jetzt müsste ich mir irgendwie so einen kleinen Steg bauen, so einen Laufsteg, wo ich sicher drauf langlaufen kann. Boah, sieht ja schon ganz nice aus. Das mache ich aber später, weil für 5 Blöcke lohnt sich das nicht. Ach so, die Fensterläden könnten wir mal schon dran bauen. Da hatte die Bonnie gesagt, ich könnte ja eine Sitzbank drunter setzen, aber das geht nicht, weil da kann man keine Türen draufsetzen auf die Treppenstufen. Das geht also nicht. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was ich da hinbasteln könnte. Wartet mal, ich probiere mal was aus. Kann man hier Stufen, kann man hier, glaube ich, nicht draus bauen, ne? Nee, schon gar nicht, wenn man zu wenig Blöcke hat. Ach, das ist ja schade. Das ist schade. Dann gucke ich mal, was ich hier für Holz habe. Ich probiere das nur aus. Es bleibt alles noch nicht unbedingt so, wie es hier hingebaut wird. So, ich brauche hier auf jeden Fall irgendwelche Blöcke unten drunter. Das sieht schon mal total grottenhässlich aus.
Werde es aber trotzdem mal ausprobieren. Ich gehe mal hier drauf. Ich kann das ja so machen. Ja, ich weiß nicht, in grün. Irgendwie sieht es ja ganz passend aus mit dem Grün. Vielleicht baue ich auf der anderen Seite nochmal die braune Halbstufe dran. Das ist aber auch blöd. Das ist ja hier, kann man ja, wenn man hier rausgeht, bleibt man ja mal hängen. Sieht ein bisschen doof aus. Vielleicht baue ich da auch kein Fensterladen dran hier an das einzelne Fenster. Ich probiere es nochmal mit einer grünen Stufe. Weiß ich, irgendwie finde ich, passt das besser mit dem Grün. Das Braun und die grüne Tür da drauf, finde ich, wirken nicht so gut. Man kann dann noch ein paar Blumenkübel draufstellen, hoffe ich jedenfalls. Da werde ich mal gucken, ob ich noch Ton übrig habe. Ich glaube, den habe ich, wenn, dann hier reingelegt. Denn ich habe doch Ton gefarmt. Hier. Da brenne ich mal was und dann... Ach, oh, schon fertig. Das ging ja mal schnell. Ob ich das jetzt finde. Blumen. Nein, doch, da sind welche. Ah, da braucht man... Aber das ist der große. Der mittlere. Haben wir hier auch einen kleinen? Dann machen wir das mal anders. Die würde ich gerne haben. Ah, ein Blumentopf und Blöcke. Dann probieren wir das mal aus. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. So, da haben wir einen Blumenkasten. Ich würde den gerne hier hinstellen. Ich weiß nicht. Das sieht so nach Terrasse aus. Gibt es denn da noch andere? Sandstein? Netherbrick? Was sind das hier? Akazien. Junglewood. Das sind alles aus Holzblöcken. Okay, das könnte ich ja auch mal ausprobieren. Holzmichel. Da ist er. das war ja klasse. Holz habe ich irgendwie gar nicht so viel. Habe ich mir auch nie viel mitgenommen, weil ich... das irgendwie nicht brauchte. Ich brauchte ja immer nur für Stickies Holz. Ich habe aber Fichte, Schwarzeichenholz. Ah, das passt mir alles nicht so. Ich würde gern Sandstein ausprobieren. Hatten wir hier? Hier hatten wir, glaube ich, Sandstein unten. Da hinten. Aber es wird dunkel. Das heißt, ich kann mir da jetzt keinen Sandstein abbauen. Ich packe das Zeug erstmal wieder weg. Und vielleicht können wir dann, wenn wir geschlafen haben, beziehungsweise wenn ich geschlafen habe, vielleicht können wir dann... Was denn?
Oh, das ist eine Aufnahme, Leute, sage ich euch. Vielleicht können wir ja, was können wir denn dann, wenn wir geschlafen haben? Erstmal brauche ich was zu essen. Ich habe hier noch ein bisschen in meinem. Oh, wie klappt hier was nicht? Es bringt mich völlig durcheinander. In meinem Garten noch Sachen abgeerntet und auch die anderen Gardendinger noch geöffnet. Jedenfalls die, wo Obst und Gemüse drin sein könnte. Diese Baumwollgarden, die habe ich nicht abgebaut. Die lasse ich so, weil Fäden habe ich eigentlich genug. So, dann machen wir uns jetzt mal eben auf den Weg und gucken, ob wir da unten ein bisschen Sandstein finden. Halt. Ich sehe gerade, dass meine Spitzhacke fast kaputt ist. Heißt, wir müssen uns eine neue machen. Wir wollten auch noch eine Höhlentour machen. Ich glaube, das machen wir nächstes Mal, denn ich habe wirklich nicht mehr viel Eisen. Ich habe hier noch zwei drin und im Rucksack sind noch so, ja, gerade mal vielleicht ein halbes Stack oder so. Jetzt weiß ich übrigens wieder, was ich machen wollte, wenn ich ausgeschlafen habe. Ich wollte nach dem Bambus schauen. Ja, 32 habe ich hier nur noch drin. Das heißt, es wird höchste Eisenbahn für eine kleine Höhlentour. So, dann bastel ich mir eine Spitzhacke. Das restliche Werkzeug ist ja noch einigermaßen heile. So, und auf geht's. Ja, gut. Holze ich, glaube ich, nochmal ab den Bambus. Der ist schon ziemlich hoch. Und vielleicht können wir dann auf dem Rückweg noch was wegkloppen. Mal gucken. Ich könnte mir natürlich hier noch 20 Millionen Bambus anpflanzen. Dann geht es schneller, aber ich habe da ehrlich gesagt keine Lust zu. Also hier ist Sand und ich glaube da hinten, da ist Sandstein, genau. Ist das eine Höhle? Da ist auch Kreide. Okay. Das gucken wir uns mal an, wenn wir eine Höhlentour machen werden. Da weiß ich noch nicht genau, wo ich da hingehe. In dieser Richtung waren ja auch so Höhleneingänge. Da muss ich mal gucken. So, bisschen aufpassen, dass uns der Sand jetzt hier nicht auf den Schädel gerät. Ja, sie zweimal hätte ich noch zuhauen können. Was ist denn das? Ah, Salpeter, okay. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Irgendwas wird man damit schon anfangen können. Ich habe es bis jetzt noch nicht gebraucht. Hi, Pferd. Das hat voll ein weißes Bein. Das sieht ja lustig aus. Okay. Gipsbein. Ah, bei Pferden ist das nicht. Nee. Nee, nee, nee. Ist nicht so gut ein Gipsbein bei Pferden. So, dann haben wir ja jetzt schon mal Sandstein. Da unten war übrigens Kohle drin. In dem Höhleneingang oder nicht Höhleneingang. Müssen wir uns mal merken. Ja, nee, da ist noch nicht so sehr viel gewachsen. Da warte ich noch ein bisschen. Die Hühner legen irgendwie keine Eier. Oder ich kriege das nur nicht mit. Aber ich glaube, das ist sowieso selten. Ich habe, glaube ich, erst ein einziges Ei. Das ist mir ein bisschen wenig. Ich könnte die Hühner natürlich auch vermehren, aber ich möchte jetzt auch nicht unbedingt so viele Hühner da rumrennen haben. So, ich denke, dann brauche ich wieder einen Blumentopf. So, und dann probieren wir das mal aus. Bald habe ich hier irgendwie 1 Million Blumentöpfe oder Blumenkästen und brauche die alle nicht. Ach ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich probiere das noch mal so ein bisschen aus. Mal sehen. Das gefällt mir. Man kann hier direkt runtergehen. Ja, da ist auch, glaube ich, nichts weiter gewachsen. Das habe ich auch erst abgeerntet gehabt. Und wie gesagt, die Felder, die werde ich auf jeden Fall auch noch
ein bisschen organisiert aufbauen. Hier ist noch das Obst. Da können wir wieder was abernten. Ach, und da wollte ich mal reingucken. Wow. Ja. Alles voll. So, und jetzt müssen wir uns eine neue Bienenkönigin herstellen. Ich glaube, das können wir hier in diesem Handmenü machen. Wie ging denn? Ach, nur die Biene. Okay. Dann kriegen wir das Royal Jelly. Und das müssen wir jetzt mit der Made zusammen verfriemeln. Und dann bekommen wir eine neue Bienenkönigin raus. Und die setzen wir auch gleich hier nochmal rein. Und dann geht das Ganze von vorn wieder los. Und wir kriegen jetzt leckeren Honig. Mal gucken, was ich damit so anfangen kann. Irgendwie schwimmt mein Bild heute wieder. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. So, das lege ich jetzt in Presser. Da ist noch Tofu drin. Da hatte ich in den Gartendingern Sojabohnen gefunden. Und das Tofu packe ich da rein. Ach so, ich habe auch in der Zwischenzeit noch ein bisschen Butter hergestellt und Teig und Brühe. Das habe ich alles schon vorbereitet. Das kann ich euch dann auch mal zeigen. Hier Senf zum Beispiel. Moment mal. Das müsste eigentlich gehen. So, jetzt bekommen wir Senf. Das finde ich ganz toll. Ah, können wir schön Würstchen mit Senf essen. Ja, wo tue ich denn den hin da? Wir können uns Ketchup herstellen aus Tomaten und Mayonnaise. Da müssen wir das Ei halt mit diesem mit dieser Presse hier verfriemeln. Und Salatdressing gibt es, glaube ich, auch. Ah, und hier haben wir den Honig, könnt ihr sehen. Und hier ist Bienenwachs, das kommt auch immer dabei raus. Und hier bekommen wir, glaube ich, auch Wachs raus. So. Ich denke, den Bienenwachs werde ich erstmal hier reinlegen in die Truhe. Da kann man sich, ich weiß nicht, ob das hier auch, doch, das geht hier auch, da kann man sich Kerzen draus basteln. Das werden wir auf jeden Fall auch noch in Angriff nehmen. Genau, da ist lauter Bienenwachs. Können wir ja mal gucken. Kerzen. Hier, in allen möglichen Farben gibt es die Dinger. Das finde ich ganz gut. Ach, da braucht man Wachs und Fäden. Das ist ja richtig nice. Da braucht man ja echt nicht viel. Und hier braucht man sicherlich irgendeinen Farbstoff. Dann kriegen wir farbige Kerzen. Das finde ich gut. Das gefällt mir. So, gib mir bitte den Wachs. Geht eigentlich ziemlich schnell hier in dieser Presse. Das finde ich ganz gut. Ach, das Viech können wir ja auch nochmal weglegen. Die Made. Und bloß nicht ins Küchenregal. So, ab mit dir hier in die Box. Das können wir auch mal weglegen. Halt, das soll doch hier rein. Aber ich werde jetzt erstmal meinen Bambus wieder weiter verarbeiten. So, und dann haben wir schon wieder Blöcke. Sehr schön. Und das Essenszeug wegräumen. Irgendwann nimmt das auch Überhand hier mit dem Zeug. Wie gesagt, da werde ich nochmal aussortieren, was ich hier überhaupt brauche und was nicht. Ich will mir jetzt auch nicht 100 Millionen verschiedene Gerichte kochen. Ja, und hier an der Decke muss ich auf jeden Fall auch noch arbeiten. Da werde ich, ich denke hier so ein ganz normales Eichenfußboden reinsetzen und wie gesagt eine Treppe nach oben. Ja, gucken wir mal, wie wir das machen. Aber ich mache für heute erstmal Feierabend, sage ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Eure Nizi.